Und deswegen ist es auch so schön, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch über sowas zu sprechen, sowas auch zu teilen. Wie gesagt, für jeden Einzelnen, für das Individuum, so die schönste Erfahrung und Entwicklung, die man nur machen kann, aber auch als Kollektiv für unsere Spezies, für aber die ganze Welt, für alle Tiere, für alle Lebewesen. So das absolut Sinnvollste, was irgendwie zu tun ist aktuell. So ich sehe nichts, ich weiß nicht, ob ich da jetzt verblendet bin, aber ich sehe nichts Sinnvolleres mehr. Ich denke, that's it. So. Sehe ich auch so. Deswegen habe ich mich jetzt komplett dem Thema auch gewidmet, zu sagen, ich kann mir keinen größeren Wertbeitrag vorstellen, als A, Menschen diese Erfahrungen zu ermöglichen, diese Verbundenheit zu sich selber zu spüren, weil für mich, und ich sage das immer, es ist wie ein Dominosteineffekt, die Verbundenheit zu dir selber zu spüren. Was passiert automatisch, wenn Leute so eine Erfahrung haben? Das allererste, was passiert, ist in der Regel, dass sie anfangen, mehr Zeit mit sich selber zu verbringen und zu realisieren, okay, ich brauche mehr Zeit für mich, also einfach, um zu verstehen, wer ich bin und was ich überhaupt möchte und was mache ich da überhaupt? Einfach zu hinterfragen, was bisher normal war. Das fängt an. Und es rattert und rattert und rattert und dann werden Gewohnheiten hinterfragt, dann werden Verhalten und Gedankensmuster hinterfragt, dann werden Beziehungen hinterfragt. Zu Gewohnheiten zählen sowas wie auch Essgewohnheiten. Viele Leute fangen plötzlich an, bewusster sich zu ernähren. Viele hören auf, Fleisch zu essen oder weniger zu essen. Der Alkohol fällt automatisch in der Regel recht flott danach weg, weil Leute kapieren, okay, was mache ich da eigentlich? So Gift in mich reinlernen, mal ein Glas Wein trinken und in geselliger Runde gemeinsam auch diese Substanz zu verwenden, um da Spaß zu haben. Ein anderer Use Case als, ich gehe jedes Wochenende und gebe mir die Dröhnung, ich habe einen Filmriss und ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Und dann zu kapieren, das brauche ich auch nicht mehr. Und dann fallen langsam diese ganzen alten Verhaltensweisen und Muster weg und nach formt sich dadurch ein neues Selbstbild. Und das neue Selbstbild, das passt sehr oft nicht mehr einher mit diesen bestehenden Mustern und der Lebens- und Art und Weise, wie wir unser Leben geführt haben. Und dann fangen Veränderungen an. Und das ist für die meisten Menschen so auch der größte Angstfaktor dabei, zumindest wenn sie auch solche Erfahrungsberichte hören, weil sie dann, auch wenn es nur unbewusst ist, kapieren, okay, ich muss dann auch tatsächlich Verantwortung übernehmen für mein Leben, weil ich entscheide nachher, was für Entscheidungen ich treffe. Keiner zwingt mich dazu, in dem Job zu bleiben, den ich nicht mag. Keiner zwingt mich dazu, in der Partnerschaft zu bleiben, der ich schon seit 10 Jahren versuche, aus dem Weg zu gehen. Keiner zwingt mich, mich beschissen zu ernähren, keinen Sport zu machen. Und dann dieses Gefühl von Empowerment und Selbstverantwortung, das dann plötzlich der Mensch selbst erlebt und Verantwortung übernimmt, führt dann dazu, dass die Person ein bewussteres Leben führt und automatisch damit einhergehend kapiert, wie du mir, so ich dir, diese ganzen plakativen Kühlschrank, Metall, hier Buttonsprüche, die dann einfach alle wahr sind und du realisierst so, also ich muss auch anfangen, meine Mitmenschen anders zu behandeln, wenn ich erwarte, dass ich ein erfüllteres Leben führen möchte. Und dazu gehört auch die Umwelt und alle anderen Lebensformen. Und deswegen ist es der Dominosteineffekt aus meiner Sicht, dass so eine Erfahrung, die bei einem Menschen sowas bewirkt hat, automatisch eine Auswirkung hat auf die Partner, die Partnerinnen, die Freunde, den Bekanntenkreis, die Familie. Und nicht nur darüber, dass darüber gesprochen wird und andere diese Erfahrung machen. Einfach dadurch, dass diese eine Person sich so grundlegend, gegebenenfalls positiv verändert hat, hat einen Ausstrahleffekt auf andere. Und deswegen pflichte ich dem bei, was du gesagt hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wertvollere Arbeit gibt, als gemeinsam daran zu arbeiten, dass das Bewusstsein im Kollektiv steigt, als Spezies. Allein aus Selbstzweck, damit hier noch in 3 Generationen ebenfalls Podcasts passieren können. Und nicht das Spiel vorbei ist erstmal. Kann ich nur unterschreiben. Punkt. Sehe ich ganz genauso. Aber es ist eben ein totales Geschenk auch, finde ich. Es ist ja, also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass man, ich kann mir auch vorstellen, dass es sich auch vielleicht von einem oder anderen so anhört, als ob man da jetzt irgendwie hier komplett erleuchtet wäre und da immer zu 100% nur noch im Sein und glücklich und so. Ich muss schon ganz klar sagen, das ist mittlerweile der
meistens der Zustand auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall gar nicht mehr, also letzten ist schon lange nicht mehr gewesen, dass irgendwie ein anderer, dass jetzt Angst da irgendwie zum Beispiel total übernommen hat und kommt immer wieder auf und irgendwelche komischen Gedanken kommen auf. Aber es ist jetzt nicht mehr wirklich der Fall, dass das großartig wirklich übernimmt. Das ist schön, aber ich will es trotzdem nochmal dazu sagen, und das ist jetzt irgendwie, dass man, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich bei dir jetzt auch nicht so, dass man da jetzt nicht an so einem Punkt ist, an dem dann man nur noch da, an dem nie wieder irgendwelche unangenehmen Erscheinungen auftauchen. Ich glaube auch, das ist auch gar nicht Sinn der Sache. Das passiert wahrscheinlich trotzdem noch. Es geht ja mehr darum, dann sich damit nicht zu identifizieren und damit mit seinem wahren Selbst in Verbindung zu bleiben. Aber eben, dass wenn das irgendwie so der Fall ist, ist es einfach so schön, dass aus diesem Zustand heraus, weil das ist ja, glaube ich, das ist ja noch oft so ein Bedenken, was du auch am Anfang gesagt hast, und den hatte ich eben nämlich auch immer so, als ich mich damit beschäftigt habe am Anfang, so, okay, ja, es macht Sinn, präsent zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, aber ich will ja auch was erreichen, ich will ja auch was machen, ich will ja auch irgendwie erfolgreich sein. Und meinetwegen bedeutet das dann auch irgendwie auf Social Media irgendwie eine Reichweite zu haben, Menschen zu beeinflussen und so weiter. Und das Schöne ist ja dann zu erkennen, das schließt sich überhaupt nicht aus. Es passiert nur aus einer viel gesünderen Motivation, aus einem wirklich einfach, wenn man einfach Lust hat, diese Erfahrung zu teilen, wenn man weiß, wie wertvoll es ist, wie wichtig es ist. Gleichzeitig arbeitest du dich nicht mehr kaputt oder so, weil du weißt, dass das schon wieder das nicht Sinn der Sache ist und das dann Thema Verfehlung ist. So. Ja. Und ja, das ist einfach schön. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Das ist auch, ich finde es auch sau schön zu sehen, dass das auch. Ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt über sowas sprechen, liegt ja auch einfach daran, weil es so eine krasse Entwicklung hat in den letzten Jahren. Ich meine, noch vor 20, 30 Jahren war das noch komplett, haben nicht viele Leute über Achtsamkeit und sowas gesprochen, glaube ich. Höchstens irgendwo halt irgendwo im Osten, aber das ist ja jetzt gerade auch während der ganzen Corona-Zeit, das ist ja wirklich. Yoga, Meditation, auch Psychedelika natürlich nimmt ja auch gerade, kommt einfach so viel Aufmerksamkeit. Und einfach diese Themen Bewusstsein, Achtsamkeit, das ist sehr, sehr schön zu sehen, dass da so eine starke Entwicklung da ist. Ich sage, wir haben den riesen Luxus, dass wir uns mit Selbstverwirklichung beschäftigen dürfen. Was für ein Segen, was für ein Luxus, kein Krieg. In Deutschland lebend, hier ist alles tutti. Dach über dem Kopf, Essen im Kühlschrank. Wir haben einen Sozialstaat. Wenn du keinen Job hast, wird um dich gesorgt. Es kann hier uns hier gar nichts passieren. Also wenn man das mal versteht und realisiert, wie gut es uns geht und diese ganzen Ängste mal wegnimmt und dann realisiert, so, okay, ich kann mich tatsächlich mit mir beschäftigen und hinterfragen, was ich tatsächlich machen möchte. Was für ein Leben möchte ich kreieren und leben? Und wenn dann das Einzige, was da noch fehlt, der Mut ist, die Ermutigung zu bekommen und zu finden, das auch zu leben. Deswegen solche Formate wie hier, wo ich super gerne mit Leuten spreche, die den eigenen Weg gegangen sind und darüber sprechen können, sodass Leute realisieren, Menschen wie du und ich haben davor auch andere Dinge gemacht und sind an den Punkt gekommen, wo dann die Realisierung kam, mehr ist nicht gleich besser, und haben dann einen anderen Weg eingeschlagen, aber nicht gleichbedeutend zu sehen mit, und jetzt sind plötzlich alle materiellen Ziel und Wunschvorstellungen weg und statt dem Tesla fahre jetzt nur noch ein geliehenes Fahrrad. Es schließt sich nicht aus, aber aus einer inneren Überzeugung authentisch das eigene Leben zu leben, nach dem wahren Selbst, was ich möchte, die Energie, die dadurch entsteht, und ich hatte es vorhin beschrieben, das hatte ich nach meinen paar Tagen Vipassana-Erfahrung, ich war so voller Energie, weil ich komplett ich selbst war und diese Muster und diese Facetten und die Persona, die ich sehr oft gespielt hatte, dann auch in meiner vorherigen Karriere, alle wegzunehmen und einfach komplett okay zu sein, so wie ich bin. Was das an Energie freisetzt oder zu verstehen, was es bedeutet, jemand darzustellen, den man gar nicht ist. Ich weiß nicht, wie viel prozentual von, wenn wir sagen, wir haben 100% Energie am Tag und 80% gehen davon drauf, um jemanden darzustellen, der wir nicht sind, und du realisierst, was das bedeutet, wenn du einfach du selbst bist und dazu stehst und plötzlich diese gesamte Energie bekommst, die davor verwendet wurde für Nonsens,
was du dann alles machen kannst. Deswegen, weil du meintest, dich nicht tot zu arbeiten, gegebenenfalls arbeitest du 10-mal mehr als davor, aber bist so viel ausgeglichener und Ja. erfüllter und hast mehr Power und schläfst besser und alles, weil einfach der Unterschied ist, du bist du selbst und Ja. machst das, was du tun möchtest. Und auch da wieder, was ein Segen, was ein Luxus und was für Möglichkeiten wir haben. Ich sehe es fast als mittlerweile Verantwortung, das ausnutzen zu können und aus dem zu schöpfen, weil wenn wir es nicht tun, wer sonst, ja? Wie du sagst, Ja. arg viel Zeit ist vielleicht auch nicht übrig. Wenn wir jetzt nicht langsam mal auf den Trichter kommen, dann ist in ein paar Jahrzehnten nicht mehr so geil. Von daher die Ermutigung hier auch an alle, die zuhören, sich zu trauen, sich diese unangenehmen Fragen zu stellen, aber zu wissen, dass einem hier nichts passieren kann. Und da gibt es Hilfe und sei es dann über Coaching-Ansätze, über Therapie, über psychedelische begleitete Erfahrung, über Meditation, was auch immer es ist, aber sich zu trauen, diesen Beginn zu machen und diesen ersten Schritt Richtung zu mir selbst zu wagen. Und es ist ein steiniger Weg. Am Anfang mag der steinig sein und da kommen viele schmerzvolle Momente und die gehören alle dazu. Aber zu wissen, dass dieser gesamte Weg dazugehört, um letztendlich an den Punkt zu kommen, wo wir uns alle hinentwickeln wollen. Und die Realisierung, die sonst spätestens, wenn wir den letzten Atemzug nehmen, die dann kommt, die dann vielleicht sagt, Scheiße, hätte ich die Chance, nochmal zurückzudrehen, dann würde ich es anders machen. Und das ist, weil ich eine persönliche Erfahrung hatte, wo ein Todesfall entstanden ist und ich dann das gesehen hatte, das war für mich vor 10 Jahren circa der Beweggrund zu sagen, ich mache das nicht. Weil wenn es Ja, vorbei krass. ist, ist es vorbei und ich möchte jetzt das Leben leben, das ich leben möchte. Und da die Ermutigung an Menschen, den Mut zu finden, das zu tun, wäre hier meine finale Botschaft am Ende. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Schön.